Herzlich willkommen zur öffentlichen Stollenprüfung der Bäckerinnung Dresden und des Schutzverbandes Dresdner Stollen. Hier erstmalig in den konsumträchtigen heiligen Hallen des Elbeparks. An dieser Stelle gleich ein herzliches Dankeschön an das Sendermanagement für die Einladung und für die Unterstützung unserer Aktion. Ein Markenprodukt wie Dresdner Stollen muss natürlich gepflegt werden und um die hohe gleichbleibende Qualität auch zu gewährleisten, unterziehen wir uns selbst sehr hohen Anforderungen und dazu gehören natürlich auch regelmäßige Stollenprüfungen und diese führen wir auch jährlich mindestens einmal in der Öffentlichkeit durch, damit Sie einen Einblick darin bekommen, wie wichtig wir unser kulinarisches Erbe Dresdner Stollen nehmen, wie groß uns die Verantwortung ist. Und so ein Genussprodukt wie unseren Stollen kann man natürlich nur noch aufwerten durch den Glanz einer jungen Dame. Und da bin ich sehr erfreut, Ihnen unser neues Stollenmädchen Lisa Strassberger vorstellen zu dürfen. Sie ist seit 2 Tagen das Gesicht des Dresdner Stollens für diese Saison und sie kann davon, können Sie sich später noch selber überzeugen, nicht nur durch gute Leistung glänzen, sie hat, ist eine von den jungen Damen, die ihre Berufung in unserem Handwerk gefunden hat. Es gibt auch noch andere Ereignisse, die ihre Schatten vorauswerfen. Große Bretter werfen Schatten voraus und da hat mir jemand geflüstert, dass der Herr Müller vom Berufsschulzentrum für Technik in Pirna etwas Großes vorhat. Ich darf Sie nach vorne bitten. Das Brett möchte ich heute übergeben an den Obermeister. Vielen Dank. Bretter. Ja. Ich möchte deswegen übergeben, Schnitzelmarkt zur Eröffnung. Es wird jetzt ein neues Stollenbrett da sein, was dementsprechend den Stollen tragen soll, die nächsten vielen Jahre. Und zeigen soll, wie Handwerk miteinander zusammenarbeiten kann, Tischler und Bäcker. Herzlichen Dank, Herr Müller. Also ein echtes Qualitätsprodukt der Tischlerjugend aus Pirna. Hier wird der Stollen für den Anschnitt zur Eröffnung des Striezelmarktes. Der wird dieses Jahr 2011 mm lang sein. Er wird auf diesem herrlichen Brett präsentiert werden. Und ich sehe schon, hier sind 4 Haltegriffe dran, dass wir also mit 4 Bäckermeistern den ordentlich auf den Markt tragen können. Wir freuen uns und ein herzliches Dankeschön nochmal für das Geschenk. Danke dir. Aber weil Sie sich nochmal zu mir rumdrehen. Damit haben Sie sich für meine Begriffe eindeutig als Stollen-Fan geoutet. Und da habe ich natürlich einen Stollenschall für Sie. Danke. Aber weißt du, es geht ja
Diskussion.